Hey Jungs, am Samstag war wieder was los. Drei von meinen Kumpels, die waren angeln. Den ganzen Tag und haben so eine Forelle gefangen und nicht mit mir. Davon wird man nicht sagen. Nicht wirklich. Nicht wirklich. Aber Jungs, jetzt hier zu einem Fläsche Bier und ein paar Meeresfrüchte, das wär's. Fossi, Garnelenspieß mit Zitrone und Knoblauch schlage ich vor. Das ist überhaupt kein Problem. Schmeiß mir den Gasgrill an. Und zaubern mal ein paar Garnelenspieße. Lasst uns mal loslegen, Jungs. Da bin ich dabei. Geht's. Und wollen Sie unser Grill betriebsbereit? Unser Gaskugelgrill von Auto hat jetzt mittlerweile 250, knapp 260 Grad. Für Fossis Garnelenspieße reicht das aus. Perfekt. Wo bleibt er eigentlich mit seinem Garnelenspieß? Bin schon unterwegs, Jungs. Ah. Fossis Garnelenspieß. Ich bin gespannt. Na, Fossi, da sind sie ja, die Guten. Hier sind sie. Meeresfrüchte, Loup de Mar. Ja. Fossi, erklär mal, wie hast du deine Garnelenspieße zubereitet? Wir nehmen einmal frische Garnelen. Ganz wichtig dabei ist, vorher waschen. Auspulen, dann nehmen wir frisches Meersalz, richtig grobkörnig, frischen Pfeffer, Zitronen, Knoblauch und ein Spritzer Olivenöl. Kaltgepresstes oder? Ne, wir nehmen kaltgepresstes, weil das wirklich das Beste ist dafür. Okay, also du hast Meersalz, frische Garnelen, Zitrone, Pfeffer aus der Pfeffermühle. Genau. Haben wir alles. Okay. So. Jungs, ich muss mir mal schnell die Finger putzen in unserer mobilen Wasserstation. Ganz wichtig, deshalb haben wir die da stehen. Ja, einen Moment, schnell passiert. So. Hey, das ist ja weh. Ihr auch? Ach, mir auch. Ganz wichtig, Hygiene und Grillen gehört zusammen. Dann würde ich mich dem Ganzen mal anschließen. So, Mann, die sehen ja gut aus. Das riecht. Ich hab mal wundern. Ich hab mit meiner Herrie. Jawohl, Fossi, deine Grillspieße, Garnelen-Grillspieße. So, Freunde von grillpapst.tv. Das sind also die weltberühmten Fossis Garnelenspieße auf Bambusspießen. Ich würde sagen, wir wünschen euch guten Appetit für das Nachgrillen und bis dahin viel Spaß, euer grillpapst.tv-Team. Und ich sage wie immer, gut Grill!